Alle Spiele der Regionalliga West live und on demand auf Sport Total. Und damit geht's jetzt gleich los. Der Wuppertaler SV in Rot und Blau von links nach rechts darf anstoßen. Alexander Schuh pfeift an. Los geht's. Düren in Weiß von rechts nach links und der WSV direkt mal im Vorwärtsgang. Erstmal gucken wir uns jetzt den Angriff an. Stiepermann schickt da jetzt Güler. Perfekt getimter Ball. Güler kommt nicht mehr ganz dran. Millimeter waren's. Gibt auch ein klares Profil. Erstmal Güler. Den will er natürlich auch halten. Spielt den flach. Das hatten wir schon mal diese Saison. Und nicht das 1:0 für den WSV. Güler war das dann. Am Ende mit dem Kopfball. Lela kann aus der zweiten Reihe abziehen. Peter Lela. Erster Torabschluss im Preußenstadion an der Hammerstraße. Fokussieren wir uns hier drauf wieder. Güler. Guter Sololauf. Am letzten scheitert er. Müller passt auf mit dem nächsten Abschluss. In der Mitte ist Hamza Salman frei. Den haben sie ein bisschen außer Acht gelassen. Bastian Müller ist jetzt da. Und Patzler. Defensiv sehr, sehr gut. Dreimal im Laufe der Rückrunde in 7 Spielen zu 0 gespielt. Das ist auch schon ein Statement. Und Pitlick in der Vorwärtsbewegung mit dem Ballverlust. Backert Richtung Vincent Geimer. Zu lang. Sebastian Patzler passt auf. Bade steht eigentlich gut, sodass man nicht auf den kurzen Pfosten zielen kann. Vielleicht auf den langen. Stiepermann bringt Hagemann in die gute Position. Gute Idee. Pitlick mit Durchsetzungsvermögen. Macht das gut. Kevin Pitlick. Und dann ist es nicht der Elfmeter. Oh, das müssen wir uns nochmal angucken gleich. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, nochmal drauf zu gucken. War schwierig zu sehen aus der Position. Düren jetzt erstmal mit dem Konter. Stromberg legt sich den Ball weit vor. In die Mitte Geimer. Mit der größten Torchance dieser Partie. Sollen kommen. Jetzt erstmal der schöne Ball auf Hagemann. Jetzt mal ein bisschen Raum hinter Omar Basic. Muss ins 1 gegen 1 gehen gegen 2, gegen Backert. Der ist zweikampfstark heute. Kriegt Hagemann das hin? Stark gemacht von Kevin Hagemann. Behält den Ball im Spiel. Das nicht 1:0 durch Marco Stiepermann. Der Ball zu weit nach vorne für Hanke. Geimer, völlig frei. Geimer, das 1:0 für Düren. 58. Spielminute. Vincent Geimer. Und da sehen wir es nochmal. Den haben sie völlig aus den Augen gelassen. Und der bleibt eiskalt aus knapp 16 Metern. Vincent Geimer bis jetzt mit dem goldenen Tor des Tages nach 58 Minuten. Sie defensiv einmal nicht aufgepasst. Hagemann lang Richtung Leon Schwerst. Der bringt ihn in die Mitte. Pitlick. Und der senkt sich dann nicht hinten in den Knick rein. Müller. Ah, Zweikampfstärke ist da. Müller. Stiepermann. Könnte jetzt nochmal Hanke mitnehmen. Stiepermann! Das Ding gucken wir uns jetzt noch mal ganz genüsslich an. Ballannahme und dann Abfahrt. Liebe Sportschau, ihr habt dann jetzt mal 2 Auswahlmöglichkeiten beim Wuppertaler SV. Heidewitzka, Herr Kapitän. Hagemann, wunderbarer Ball auf Güler. Güler und Bade. Müller. Zu durchsichtig der Ball, aber Güler kommt noch dran. Güler, Bade. Und Prokop will zu viel. Zweiter Versuch. Güler jetzt also so ein bisschen der Außenstürmer. Hanke. Güler geht in den Strafraum. Flach rein. Roman Prokop. Den wird Walter Drama reinbringen.
immer noch, wenn man sich die Vita anguckt. Der hat in Spanien gegen Messi gespielt. Und heute spielt er gegen Markus Wipperführt und Co. Rama, 2-1! Und Leon Schwers, der läuft da ein, als ob er nie was anderes gemacht hätte. Und markiert, haltet euch fest, sein 8. Saisontor. Das als Verteidiger. Wahnsinn. Wahnsinn, läuft der kompletten Defensive des ersten FC Düren weg. Bei dieser wunderschönen Freistoßflanke von Valdez Rama. Leon Schwers, 8. Saisontor für einen Verteidiger. Und da ist keins dabei gewesen per Elfmeter. Der war immer zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle. Güler, 3-1 WSV, Ende aus, Deckel drauf. Serhat Semi Güler, er wollte es unbedingt und er kriegt es. Hagemann, wunderbarer Steckpass, genau zwischen die Verteidiger. Güler startet durch, bleibt eiskalt. Und noch ist das Ding nicht durch. Pitlick in den Rückraum, Richtung Kevin Hagemann, meine Herren. Am Ende 3 Punkte, die der WSV mitnimmt, die jetzt auch fix sind. 3-1 gewinnt der Wuppertaler SV gegen den ersten FC Düren. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.